nach dem Mitternachmittag.
Steht Mati Kokes, ein 10-jähriger Sportler aus Ostrava in Tschechien. Golf spielen, Geige spielen, Tennis, ein zweifacher tschechischer Meister in der 65. 50 Meter Klasse. Mati Kokes jetzt auf 85. 50 Meter. Und neben Kokes, da steht der 10-jährige Oberösterreicher aus dem Rücken 65, Philipp Niederbühler. Ja, der Friedland-Cup-Meister in der 50er und 65er Klasse ist der Zeit unterwegs. Dann neben Florian Migniolzer-Gerl steht Arthur Keidler, 11 Jahre, er kommt aus Dobriv in Tschechien. Ja, ein Fischen auch bei seinem Beruf, ein Motorsport und vieles mehr. Und er ist auch unter anderem in den Tschechischen in den Cups dort von den besten drei mehrmals gewesen. Neben Mati Kokes steht, neben Arthur Keidler steht Florian Polzinger-Gerl, der 14-jährige Sportler aus dem Stereo Racing Team, der dritte der G-Cup-Wertung des letzten Jahres. Und dann geht es weiter mit den Namen wie Remek Dratzki, 13 Jahre aus Kutno, Poland. Neben Remek Dratzki steht Niklas Neider vom Motorsportclub Mattighofen, Motocross, Supermoto, Kartfahren, Skifahren, das letzte Staatsmeisterschaftsrennen der Jugendklasse im Jahr 2019. Der Staatsmeister steht fest, der heißt Jakob Rosenthaler, folgt damit Philipp Zickerlach, der im letzten Jahr Meister bei der 85er Klasse war. Thank you.
großen Teuer zwischen Jan Ullmann, die erste Gruppe, und der neue Staatsmeister geht als Dario Ullmann vorbei. Jan Ullmann, der Elfjährige, auf Platz 1, Jakob Rosenthaler 2. und Michael Blasak 3. Benny Baumgartner 4. So beginnt einmal dieses Race. Also Ullmann, Rosenthaler und...